hier ist Birgit von Stempelbund. Ja, ihr habt jetzt eine ganze Weile nichts von mir gehört. Das lag zum einen daran, dass ich ein zugeschwollenes Auge hatte und überhaupt nicht fokussieren und gucken konnte und somit auch leider nicht kreativ sein konnte, was ziemlich komisch war, ein ganz komisches Gefühl. Es hat sich Gott sei Dank wieder gelegt. Und dann war ich im Hintergrund fleißig, um euch die neuen Online-Exklusivangebote zu präsentieren, die ab dem 3. Juli 2024 wieder im Shop bei Stampin' Up erhältlich sind. Online-Exklusivangebote sind Angebote, die unter der Zeit kommen, die im keinen Katalog zu finden sind und nur erhältlich sind, solange Vorrat reicht. Dafür gibt es eine eigene Kategorie im Online-Shop bei Stampin' Up. Ich werde euch aber auch auf meinem Blog eine Liste zur Verfügung stellen, wo ihr euch die Produkte, die es dann gibt ab dem 3. Juli, dann anschauen könnt und downloaden könnt und dann nochmal die Übersicht habt mit allen Bestellnummern und Preisen und der Übersicht, was es denn alles gibt. Starten möchte ich tatsächlich mit einem Highlight, wie ich finde, denn es gibt nicht nur tolle Stempelsets und Designpapiere, sondern ihr könnt euch auch diese tolle Glasmatte mit Zubehör ab dem 3. Juli bestellen als Kunden. Dieses Angebot gab es ja, wenn man eingestiegen ist, im Frühjahr als Goodie obendrauf und ihr könnt sie jetzt kaufen. Das ist also ganz offiziell jetzt erhältlich. Wir hatten ja gesagt, dass das wahrscheinlich kommen wird im Laufe des Jahres und jetzt ist es soweit. Wie gesagt, 3. Juli könnt ihr diese Glasmatte mit diesem Zubehör dazu erwerben. Bestellnummer und alles findet ihr dann, wie gesagt, auf meinem Blog oder im Online-Shop. Das zunächst, damit ich das wieder wegräumen kann, denn es ist der größte Artikel sozusagen. Und dann zeige ich euch die weiteren Produkte. Und starten möchte ich mit einer Kollektion. Und zwar nennt sie sich Ikonische Worte Kollektion. Zur Erklärung, wer jetzt Stampin' Up! Noch nicht so gut kennt, das ist ein Produktpaket sozusagen, wo mehrere Produkte drin sind, die alle unter einer Bestellnummer zusammengefasst sind. Bei diesen Kollektionen kann man auch alle Produkte aber auch einzeln kaufen. Ihr habt dann auch die einzelnen Bestellnummern und das ist einfach nur eine Vereinfachung. Es passt halt alles optimal zusammen und ergänzt sich und das macht es beim Bestellen einfacher. Aber wie gesagt, auch jeder Artikel ist einzeln erhältlich. Die erste Kollektion nennt sich Ikonische Worte. Und da ist dabei zum einen das Produktpaket Ikonische Worte. So sieht es aus. Ihr habt also hier das Stempelset mit Clear-Stempeln. Ihr seht, ich habe schon gebastelt. Dann färben sich diese Stempel ja ein bisschen, gerade bei roten Farben, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Sie funktionieren ja wunderbar trotzdem. Und ja, was ist da drin enthalten in diesem Set? Ihr habt also verschiedene Wörter, die ihr wieder zu verschiedenen Sprüchen oder kleinen Nachrichten zusammensetzen könnt. Und ihr habt ganz viele kleine verschiedene Motive, die dann auch doppelt gestempelt werden können, müssen aber nicht doppelt gestempelt werden. Zum einen habt ihr eben zum Fest und die Wünsche oder Lichter, Beste, alles für dich, Liebe, der, euch und dankbar. Und wie gesagt, dieses Herzchen, das könnte man jetzt doppelt stempeln, aber eben auch diese ganzen Stempel auch einzeln verwenden. Bis vielleicht auf das hier von der Kerze, weil das ist ja einfach das Muster für die Kerze. Das ergibt jetzt so alleine nicht wirklich Sinn. Ja, und dazu gibt es passende Stanzformen. Hier ist schon was verrutscht, sehe ich gerade. So sehen sie aus. Die ganzen Stempel passen dann eben in die Stanzform rein und umgekehrt. Also das stanzt das Ganze aus und ihr habt ein paar ergänzende Stanzformen. Und damit ihr euch das wieder besser vorstellen könnt, hier wieder meine schon bekannten Ausstanzungen für euch. Ihr habt also hier die Labels Stern, Blatt, Tannenbaum und den Zweig. Und das ist hier zum Beispiel so eine Extra-Stanze mit diesen kleinen Zweiglein. Das ist die Kerze und dann nochmal die kleinen Herzen, Stern und hier die Ilex. Bären. Und dann könnt ihr hier mit einer Stanze 2, 4, 6, 8 Sternchen ausstanzen oder eben 5 Herzen. Und es gibt dazu ergänzend noch ein ganz großes Label. Auch sehr schön, finde ich gerade toll, auch für große Sprüche. Wie gesagt, jeder Artikel auch einzeln erhältlich. Dazu passend gibt es ein Designerpapier. Das sieht so aus. Das blätter ich euch mal durch. Und zwar sind es 48 Blatt, nennt sich auch Ikonische Feiertage mit den Farben Terrakotta, Chili, Abendblau, Malve, Waldmoos und Pekannuss. Und da habt ihr eben dann verschiedenste Motive. Hier dieses Sternchen, Eissternchen
Wintersternchen hinten drauf, Tannen. Dann habt ihr wie so Konfetti, möchte ich mal sagen, und die Sternchen in Malve, Streifen, also durchaus auch unter der Zeit verwendbar, die Motive. Das ist noch das Streifenmotiv. Dann haben wir hier, finde ich auch ganz süß, die Friedenstaube. Schön, auch für eine Konfirmation zum Beispiel. Und dann kleine Sternchen, neutral in Braun. Wir haben Kürbisse, jetzt zum Herbst dann. Und auch dieses Karierte kann man gut unter der Zeit verwenden. Wir haben dieses tolle Designerpapier, passend zu dem einen Set, wo es gibt, exklusiv online mit dem Silvester und so. Das habt ihr eben auch diese Motive mit den Sternchen, mit den Funkelsternchen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel passendes Papier. Hinten drauf die Kerzen, klassische Streifen und Blätter. Dann haben wir Karos und die Zweige. Für den Herbst die Eicheln mit dem Eichenblatt und Punkte, auch ganz süß hier. Alles eben so ein bisschen gedecktere Farben. Das finde ich auch ganz toll, so für Silvester oder so als Grußkarte oder zum Geburtstag. Moment, das ist die falsche Rückseite. So, da habt ihr die kleinen Herzchen. Und dann gibt es noch die Zuckerstangen und hinten drauf die Zweige, die Tannenzweige. Und dann eben zum Schluss die kleinen Tannenbäume und hinten drauf die Zweige nochmal. Also alles in einem ein schönes Papier, 6 Inch mal 6 Inch groß. Und da kommen, wie gesagt, 48 Blatt in den verschiedenen Motiven. Dazu ergänzend gibt es ein Fransenband in Weiß. Das heißt, ihr könnt es nicht nur in Weiß verwenden, sondern ihr könnt es mit den Stampin' Blends, mit unseren Alkoholmarkern einfärben und in jeder Farbe euch dann kreieren, die ihr zum Beispiel zu eurem Projekt braucht. Sei es Abendblau, sei es Malve. Das passt also dann immer. Ihr färbt es einfach ein oder ihr bestempelt es zum Beispiel mit einem kleinen Stempel und dann habt ihr ein passendes Band. Und dieses Fransenband ist wirklich ganz nett hier auch. Bisschen anders vom Look her. Hatten wir schon mal so ähnlich in einer anderen Farbkombi. Und ja, aber ich finde es ganz schön eigentlich. Ist auch nicht so ganz so breit, lässt sich auch super binden. Da sind drauf auf der Rolle, Moment, ich gucke, wo habe ich es? 4,5 Meter sind hier drauf. Und dann gibt es noch passende Steinchen. Die hole ich euch hier mal aus der Folie raus. Und zwar haben die so ein Textilmuster. Jetzt hoffe ich, die Kamera fängt es so ein bisschen ein. Ihr habt dann hier wie so einen Zickzackfaden, der da drin verläuft. Und das ist einmal in Klar und in Pekannuss. Und da sind drin 140 Stück. Genau. Die könntet ihr jetzt auch wieder mit den Stampin' Blends noch in andere Farben wieder einfärben. Auch das würde gehen und ihr könnt das wieder passend zum Designerpapier machen. Und dann habe ich zwei Beispiele für euch. Zum einen ist es diese Karte. Da habe ich jetzt so ziemlich alle Motive mal drauf verwendet, die wir so haben. Ich habe das Label, habe dann aus den Sprüchen, beziehungsweise aus den einzelnen Wörtern den Spruch Schöne Feiertage embossed in Weiß und hier dann eben die verschiedensten Motive abgestempelt, koloriert und dann auch mit diesen kleinen Glitzersteinchen noch ergänzt. Das ist die eine Idee. Und die andere Idee ist eine Schüttelkarte, die ich gemacht habe. Hier habe ich das größte Label als Ausschnitt gewählt und habe außen herum dann kleine Sachen dann platziert, wie die Sternchen und die Tannenbäumchen und dann eben den Spruch Liebe, Wünsche. Das könnte man jetzt auch zum Beispiel mit den Herzchen machen. Dann wäre es zum Geburtstag auch eine Geburtstagskarte. Und das Glitterzeug, das hatte ich noch, beziehungsweise hier innen drin sind einfach auch die kleinen Sternchen noch. Ihr seht es vielleicht, auch die etwas größeren Sternchen habe ich hier einfach noch mit reingepackt. Genau, das die ersten Ideen zu dieser Produktreihenkollektion. Ikonische Worte. Motive, Entschuldigung, ikonische Motive, nicht Worte. Damit kommen wir zum nächsten. Zur nächsten Kollektion, und zwar ist es diese hier. Die nennt sich Produktreihenkollektion Grün-Goldene Weihnachten. Hat auch wieder viele verschiedene Produkte inklusive, aber wie gesagt auch alles einzeln erhältlich. Und das ist eher so ein Weihnachts-,
Weihnachtsset, Weihnachtszusammenstellung. Das andere war ja auch unter dem Jahr nutzbar, sage ich jetzt mal. Und das ist doch eher typisch weihnachtlich gehalten. Wobei man vom Designerpapier auch viele Blätter auch unter dem Jahr bestimmt gut verwenden kann von den Motiven. Und da möchte ich euch jetzt auch zeigen, was in dieser Kollektion alles drin ist. Wir starten mit dem Produktpaket Golden Greenery. Das ist einmal das Stempelset hier mit den Motiven, dem Tannengrün und den Zweigen und den Glocken, den Weihnachtsglocken. Das sind Clear-Stempel auch. Und dazu passen die ergänzenden Stanzformen. Und die habe ich euch auch wieder ausgestanzt, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Denn es sind zwei Bögen tatsächlich. Also einmal hier mehr die Motive vom Stempel und dann aber nochmal ergänzende Stanzformen. Und wie gesagt, damit ihr das besser sehen könnt, hier wieder ausgestanzte. Also das hier sind die Stempelmotive, die kleine Glocke, die große Glocke und die Zweige hier und auch die Ilex-Beeren. Und dann haben wir hier diese großen Tannenzweige, die grünen, Anführungsstrichen. Und dann hier diese wunderschönen Blattmotive. Und das sind eben so kleine Beeren, Ilex-Beeren oder auch Mistelzweige kann man zum Beispiel auch damit gestalten, dann könnte man die in Weiß ausstanzen und kann das dann hier ergänzen. Also auch ganz tolle Stanzformen. Das ist das erste Set, Golden Greenery heißt es. Und dazu ergänzend gibt es ein zweites Set, das nennt sich Weihnachtsworte. Da habt ihr zum einen ein Set mit ganz vielen Sprüchen, auch das hier wieder Clearstempel, den kann man immer schön positionieren. Und da habt ihr ganz viele verschiedene Sprüche, aber auch einzelne Wörter, wo man auch wieder miteinander kombinieren kann. Zum Fest viel Ruhe, Liebe, Fröhlichkeit und eine Prise Gelassenheit. Dann zum Beispiel für einen Wunsch, wenn man das ans Geschenk mit dranhängt, genießt die schönste Zeit des Jahres für dich. Dann für euch alle Feiertage, von uns allen schöne, von und schöne, dann kann man das halt immer wieder ergänzen. Frohes neues Jahr zum Beispiel, auch Feiertage hier nochmal in dieser geschwungenen Schrift. Neues Jahr, kleine Freude und das Weihnachtsfest auch in zwei verschiedenen Schriftarten. Genau, und die Unzeichen auch. Und dann kann man das eben so schön miteinander kombinieren und dann kann man schöne Feiertage zum Beispiel damit schreiben. Und dazu gibt es Stanzformen, jetzt nicht passend in Anführungsstrichen, weil es ja die Schrift nicht ausstanzt, aber das ist ein ganz tolles Set, auch gerade wenn man noch nicht so viel Sachen hat oder wenn man seine Labels ergänzen will. Das sind alles Stanzformen, die schon Aufhängervorrichtungen, also eine Lochung mit ausstanzen. Da seht ihr das. Und diese hier unten, die sind auch gestitcht und diese nicht, die sind gerade. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich euch hier so ein kleines Handout gemacht. Auch als Tipp vielleicht für euch zu Hause. Alle Formen einmal ausstanzen und dann habe ich es einfach mit so einem Band zusammengefasst. Man könnte auch einen kleinen Metallring nehmen und dann hat man immer die richtige Größe ausgestanzt und kann dann probieren, welches Wort da am besten drauf passt oder welcher Stempelabdruck da passt. Also dann habt ihr einmal dieses Oval. Ich hoffe, man kann das jetzt alles gut erkennen. Dann dieses hier. Das ist jetzt gestitcht, ein größeres Oval, dann dieser längliche, der große Pfeil, das geht aber, denke ich, ne? Genau, dann haben wir das eckige Motiv, finde ich auch mal sehr schön. Dieses hier, schön auch für eine oder an eine Flasche dran oder so, finde ich. Dann haben wir dieses Format und dann nochmal ein ganz großes. Wie gesagt, wenn ihr euch das dann so zusammen macht, dann könnt ihr das einfach immer irgendwo auf dem Schreibtisch oder so parat liegen haben und habt das immer passend und dann könnt ihr gucken, welches für euren Spruch dann auch passt. Genau, das sind die beiden Produktpakete, die es dazu gibt und dann gibt es Designerpapier, ganz tolles Papier. Nennt sich, jetzt muss ich wieder spicken, Grün-Goldene Weihnachten. Ist 12 Blatt drin, jeweils zwei Designs und ihr seht schon, es hat diese Goldauflage, also ist ein besonderes Designerpapier mit diesen Glocken und ich finde das auch wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Ihr habt jetzt hier die Zweige und man kann dann teilweise auch wieder mit den Stanzformen, so wie das übrigens beim anderen Designerpapier auch ist, habe ich vergessen zu sagen, mit den Stanzformen aus dem Set auch wieder die Sachen hier mit ausstanzen, das funktioniert. Also dann haben wir hier eine Seite ist immer gold belegt und eine ist
in normal. Also hier ist das grüne Karo und vorne diese goldenen Motive. Dann haben wir hier diese tollen Zweige. Sehr schön. Und hinten neutral. Ihr seht, ich habe schon mitgearbeitet, deswegen fehlt da immer so ein bisschen was. Dann dieser Bogen. Schimmert auch sehr schön. Hinten drauf mit grünen Punkten. Auch neutral. Dann dieses tolle Papier. Erinnert so ein bisschen an das Papier aus dem letzten Weihnachtskatalog mit den Sternen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Dann habt ihr hinten drauf ein Grün wieder. Ist übrigens Olivgrün und Gold und Pekannuss und Vanille pur. Dieser tolle Bogen und Grün und Waldmoos müsste auch mit drin sein. Und dann hier, das hat mich auch ganz stark an dieses DSP erinnert, mit den Sternchen und hinten drauf dieses Motiv, finde ich auch sehr schön. Genau, das sind die Motive. Also ein wirklich tolles Papier. Ich lege das mal zur Seite. Auch das alles einzeln erhältlich. Dann geht es weiter mit besonderem Pergamentpapier. Auch abgestimmt auf diese Kollektion. Auch das. Anmutiges Adventsgrün nennt es sich. Gartengrün, Waldmoos, Olivgrün, Pekannuss und Weiß ist drin. Und da seht ihr dann, dass das also etwas durchsichtig ist, das Ganze. Wie gesagt, Pergamentpapier. Das könnt ihr auch wieder mit den Stanzformen ausstanzen und als Eyecatcher oben drauf packen. Zwei Bögen in diesem Design. Dann haben wir zwei Bögen in diesem Design. Zu Schnee, Frost, auch sehr schön. Und zwei Bögen in diesem Design hier mit den Blättern. Da klebt es schon ein bisschen. Genau. So sieht das Ganze aus. Und das kann man entweder als Lage nehmen oder man stanzt es eben aus und verwendet es nochmal als Highlight, als Eyecatcher. Auf der Karte, auf der Verpackung, wo auch immer ihr das Ganze gestalten oder womit ihr das Ganze gestalten möchtet. Und man könnte es auch als kleine Verpackung machen, zum Beispiel als kleine Tüte, ist dieses Pergamentpapier auch super geeignet. Dann gibt es noch ein tolles Satinband. Das ist auch in Vanille pur. Ist auch etwas breiter, 19 mm, also 1,9 cm. Kann man zum Beispiel super auch zum Verpacken verwenden. Man kann es bestempeln, man kann es einfärben. Auch das funktioniert wunderbar, denn Vanille pur ist ja auch ein ganz neutraler Farbton. Das ergänzt praktisch dieses ganze Set. Und da ist auch ordentlich was drauf. 9,1 Meter auf der Rolle. Und ihr habt diese kleinen Bären oder Ilex Bärchen oder eben auch hier könnte man wiederum diese Misteln mitgestalten und das sind 64 Stück, entweder im Dreierpack oder einzeln in den Farben Chili und Perlglanz nennt es sich. So sieht das Ganze aus. Das ist die Kollektion und das ist alles dann in dieser Produktreihenkollektion drin. Jetzt gibt es noch zwei ergänzende Produkte, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, die aber perfekt auch dazu passen. Das ist zum einen dieses besondere Designerpapier, Pergamentpapier, Entschuldigung, nennt sich Designerpergamentpapier in goldfarbener Quecksilberglasoptik. So nennt es sich genau. Und auch das ein ganz zauberhaftes Papier. Ich habe erst gedacht, das ist so etwas fester, aber nein, es ist wirklich auch so dünn, dieses Pergamentpapier. Und das hat eben hier diesen wunderbaren Goldschimmerglanz. Also einmal in diesem Design, zwei Bögen in diesem Design, etwas grober wie das andere. Und dann nochmal in diesem Design. Also hinten drauf ist es weiß. Sieht aber auch gar nicht schlecht aus, wenn man es auf diese Seite nimmt. Aber der tolle Goldeffekt ist natürlich schon ganz klar im Vorteil, möchte ich mal sagen. Also das gibt es ergänzend noch dazu. Das kann man dazu kaufen. Das ist eben nicht in diesem Stellnummer für die Produktreihenkollektion drin. Passt aber dazu und eben auch ab dem 3. erhältlich, solange Vorrat reicht. Und gerade zur Weihnachtszeit mit diesen Goldtönen ist es ja eine feine Sache. Und es gibt noch ein Stempelset, das auch ergänzt. Und zwar
dieses Set, das Set die Weihnachtsworte. Das seht ihr, da sind ja zwei verschiedene Schriftarten drauf. Und genau die gleichen Schriftarten sind auch in diesem anderen Set, Wünsche und Worte. Und das hat, also das ist Weihnachten und das ist unter dem Jahr, möchte ich mal sagen. Also das ist eine ganz tolle Ergänzung, passt super, weil es auch die gleichen Schriftarten sind. Und da habt ihr eben Hochzeitstag und Geburtstag und zum großen Tag und ein Danke und besonders und Einladung und Wünsche und Herzenssache. Und ja, das ist also, wie gesagt, in der gleichen Schrift gehalten und ergänzt eben dieses Set dann auch ganz, ganz wunderbar. Wünsche und Worte, auch das nicht in der Produktreihenkollektion enthalten, passt aber perfekt dazu. Jetzt habe ich noch verschiedene Beispiele für euch. Dann lege ich einfach gleich mal hier mit dem Wünsche und Worte, was ich euch zuletzt gezeigt habe, fange ich an. Da habe ich jetzt diese Karte hier gebastelt. Da seht ihr, ich habe die Tags hier, habe ich gestanzt und habe sie hier an so ein bisschen Band dran gemacht. Habe hier Spotlight-Technik noch mit dem Spotlight on Nature, mit dem Set, was es ja auch gibt im Jahreskatalog. Und habe hier dann eben diese Tags mit dran gehängt. Könnte man jetzt auch hier vorne dran machen. Und da könnte man jetzt auch verschiedene Sprüche oder Worte dann eben ergänzen. Das ist zu dem Set Wünsche und Worte. Und dann habe ich natürlich auch mit den anderen Sets gearbeitet, beziehungsweise mit dem Designerpapier auch. Und da habe ich eben hier so eine Flügelkarte gebastelt, eine kleine. Und da habe ich zum Fest viel Ruhe, Liebe, Fröhlichkeit und eine Prise Gelassenheit als Spruch verwendet. Und dann kann man das jeweils so switchen, lässt sich auch zusammengelegt prima mit der Post verschicken. Und da seht ihr, habe ich das Designpapier hier ausgestanzt und hier auch das DSP verwendet, die verschiedenen Arten. Und so entsteht eine ein bisschen außergewöhnliche Karte, aber man kann die natürlich auch schön hinstellen und während der Weihnachtszeit stehen lassen. Passt aber auch zu allen anderen Gelegenheiten auch. Das ist die erste Idee. Und ich finde, da kommt auch das Designpapier schön zur Geltung. Und hier habe ich ein Beispiel mit diesem Quecksilber-Pergamentpapier und dem anderen DSP. Und hier der Spruch Schöne Feiertage. Hier habe ich jetzt die Zweige gestempelt tatsächlich und dann ausgestanzt. Und hier habe ich das DSP, das Pergament mit den Blättern ausgeschnitten, die Glocken ein bisschen Goldband. Und wie gesagt, das Quecksilber habe ich hier mit weißem Farbkarton hinterlegt, damit es noch ein bisschen besser zur Geltung kommt. Und ich glaube, ja, das spricht für sich. Also da braucht man auch gar nicht viel. Die Sachen sind wirklich an sich richtig schön. Produktreihenkollektion Grün-Goldene Weihnachten. Dann geht es weiter mit den einzelnen Produktpaketen, die es dann noch gibt. Und da möchte ich dann mit einem Herbstset starten. Auch das ist wieder ein Produktpaket. Und zwar zum einen Changing Leaves nennt es sich. Das sind diese wunderbaren Blätter. Leider nur in Englisch erhältlich, aber diese Blätter sind wirklich toll. Und Sprüche hat man ja immer auch vielleicht von anderen Stempelsets noch, die passen könnten. Das würde mich also jetzt nicht davon abhalten, dieses tolle Set zu kaufen, denn noch besser ist fast der Prägefolder, der das Ganze ergänzt und zum Produktpaket dazugehört. Und den zeige ich euch auch. Ihr habt also jetzt hier einen Prägefolder, Hybrid-Prägeform ist das. Das heißt, mit dem Prägefolder kommen auch gleichzeitig Stanzen. Das kann man nicht einzeln kaufen, also das gehört immer als Paket zusammen. Das Stempelset kann man alleine erwerben. Und da habt ihr eben diese tolle Hybrid-Prägeform. Ihr kennt es ja vielleicht schon von anderen Produkten. So sieht sie aus. Und dann habt ihr hier Stanzformen. Die hole ich mal raus. Da habt ihr zum einen diesen ergänzende Stanzformen und einmal diese Stanzformen. Die ist wichtig. Die legt ihr nämlich hier einmal mit rein. Und zwar passt die genau. Moment, das muss ich hier richtig ansetzen, dass das auch hier reinpasst. So, dann seht ihr, es gibt ja eine Seite, die ist so ein bisschen erhaben und eine Seite, die ist vertieft. Und ihr legt diese Form da rein, wo es erhaben ist. Das heißt, diese Form verrutscht euch nicht. Da bleibt sie wirklich hängen in diesem und bleibt genau an dieser Ort und stellt an dieser Ort und an diesem Ort und an der Stelle, wo sie hin soll. Und dann legt ihr das Papier hier ein, klappt das Ganze zu, fahrt es durch die Stanz- und Prägemaschine und dann erhaltet ihr
das hier, was ihr gleich auf meiner Karte sehen wird. Also es schneidet euch genau diese Motive einmal aus dieser Prägeform. Also nur geprägt sieht das Ganze dann so aus, zeige ich euch vielleicht als erstes. Ist das nicht traumhaft schön? Ich finde die total toll, diese Blätter. Und da tut es tatsächlich mit der Stanzform nur diese drei Blätter ausstanzen, aber ihr könnt natürlich die anderen Blätter auch verwenden. Könnt sie ausschneiden und mitverwenden. Oder ihr nehmt das Ganze als Schablone, macht eine Schüttelkarte draus, macht eine große quadratische Karte. Das würde zum Beispiel auch funktionieren. Umgedreht sieht es übrigens auch toll aus. Auch so rum gefällt es mir richtig gut. Also wirklich ein schönes Motiv, gerade diese Struktur, also diese Haptik, wenn man da drüber fährt, das macht richtig Spaß, macht richtig gute Laune. Also das ist die Hybridprägeform und wie gesagt, diese Stanzform, ich habe es euch dann jetzt nochmal hier ausgestanzt, da seht ihr es dann gleich nochmal. Also wir haben hier diese ergänzenden, die Tags, wo man eben dann den Spruch oder das Wort mit reinbringen kann und dann hier die Blätter. Die Blattmotive, die das ganze Motiv dann ergänzen, die das dann einfach auch schöner und runder machen. Und jetzt zeige ich euch die ausgestanzten. Ich glaube, die Kamera fängt es ein, diese Struktur, die da wirklich drauf ist. Das macht richtig Spaß. Und wie gesagt, diese Haptik ist ganz toll. So sieht das Ganze dann ausgestanzt. Also das ist jetzt praktisch das, was ich hier ausgestanzt habe. Das ist das hier. So kommt es raus. So viel zur Erklärung zu den Stanzformen und der Hybridprägeform. Und da habe ich dann natürlich auch zwei Beispiele für euch. Zum einen diese Karte. Da habe ich jetzt Designerpapier verwendet, was auch dazu passt. Ist auch dieses Blattmotiv dann eben drauf hat. Und dann habe ich hier ergänzt mit diesen Blättern. Hier habe ich die Perlenkreise mitverwendet, den Prägefolder, dann hier den Spruch Geburtstagsgrüße, also es ist ein Geburtstagskärtchen geworden, also man sieht, man kann das nicht nur herbstlich gestalten, sondern auch für unter die Zeit super verwenden und diese anderen Motive machen auch richtig Spaß. Hier habe ich Glitzerfolie dann noch genommen, ein bisschen Bling Bling und ja, so ist ruckzuck auch eine Karte unter dem Jahr entstanden, nicht nur herbstlich und dann habe ich diese Idee noch und das ist einfach jetzt eingefärbt hier mit einem Pinselchen oder mit einem Aquapainter könnt ihr es machen und dann den Spruch Glückwunsch und das Ganze hier hinten noch mit dieser Hybridprägeform unterlegt, die Kreise dazu und auch das, ja, wie gesagt, in allen Farben, in allen Varianten möglich, macht richtig Spaß damit zu arbeiten mit dieser Form und gelingt auch wirklich gut. Und wichtig ist nur, wenn ihr diese Hybridprägeformen verwendet, ihr braucht die graue Spezialplatte, um das durch unsere Stanzmaschine durchzulassen, die übrigens jetzt im Juni noch im Angebot sind mit 10% Rabatt, die großen und die kleinen Stanzmaschinen. Vielleicht, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja noch mal gucken. Und zum Zweiten ist es wichtig, dass ihr den Karton anfeuchtet. Also einsprühen mit so einem Stampin' Spritzer oder mit einem Schwämmchen leicht anfeuchten. Und dann erst durch die Maschine lassen, dann kriegt ihr auch keine Wellen oder so in euer Papier rein. Das kann nämlich bei diesen hohen Drücken dann tatsächlich auch passieren. Changing Leaves heißt das Produktpaket, wie gesagt, nur in Englisch, erhältlich nicht in Deutsch. Dann kommen wir zum Thema Herbst, selbstverständlich auch zum Thema Halloween. Und da gibt es auch ein Produktpaket, Potions and Spells nennt es sich. Gibt es da leider auch nur in Englisch. Und da habt ihr halt ja den Hexenkessel sozusagen. Als Motiv gibt es das Stempelset. Happy Halloween, A Little Hocus Pocus, Double Double Toil and Trouble. Und dann habt ihr den Raben Abraxas, wenn ihr das vielleicht noch kennt aus eurer Kindheit. Und hier die Katze und den großen Zauberkessel, wo dann eben hier der Sud gebraut wird. Hier blubbert's und es quillt alles über mit den Blasen. Ihr habt dann hier nochmal so verschiedene Motive, die dann eben dieses Aufspringen von den Blasen darstellen soll. Auch hier nochmal Blasen in verschiedenen Größen und ihr habt die Zauberbücher. Und da kann man eben auch ganz nette Arrangements dann eben gestalten. Es ist auch wieder ein Clear-Stempel, das heißt, ihr könnt wieder gucken, wo ihr stempelt. Das ist ganz praktisch. Und dazu gibt es ergänzende Stanzformen bzw. Stanzformen, die dann die Stempelmotive ausstanzen. Moment, ich hole es euch wieder raus. So,
Und da haben wir zum einen eine große Flasche. Und da muss ich sagen, da habe ich erst mal kurz gerätselt. Jetzt im Zusammenhang war es klar, wenn man es nebeneinander sieht, das ist die Füllung für die Flasche. Aber wo ich die Stanze zuerst hier in den Stanzformen gesehen habe, dachte ich, was, weil die auch so quer lag. Ich sage, was soll denn das sein? Ihr wisst ja, bei mir ist das manchmal, erschließt sich das nicht immer gleich. Aber logisch, natürlich, es ist die Füllung für die Flasche. Dann haben wir hier eine kleine Flasche. Auch hier wieder dieser Halbkreis ist hier auch die Füllung. Dann haben wir den Abraxas hier, den Raben und die Katze, die Bücher, das sind eben diese Stempelmotive. Dann haben wir hier so überlaufenden Schaum oder sowas oder dann eben Schleim und Glibber, je nachdem, wie man es einfärbt. Wir haben hier einen Hexenbesen und hier drei große Blasen und das sind die Henkel für den Pott, der hier hinten zu sehen ist. So sieht er aus, wenn er ausgestanzt ist. Und das hier, das wirkt jetzt im Moment etwas komisch, aber das ist tatsächlich, hier oben kann man jetzt so eine Flasche hier noch dran machen. Und wenn man das jetzt ganz senkrecht anklebt, dann sieht es aus, wie wenn dieser Inhalt dieser Flasche in diesen Pott hier reinfließt. Also das ist so die Flüssigkeit, die fließt. Vielleicht habt ihr noch eine andere Verwendung dafür, aber dafür ist es gedacht. Und dann haben wir hier nochmal einzelne Blubberblasen. Schön auch mit diesen Aussparungen hier, mit diesen schillernden sozusagen Teilen auf der Blase, die man ja dann oft sieht. Und das sind die Stanzformen. Da habt ihr eben diese ganzen drin. Und dann habe ich wieder zwei Beispiele für euch. Zum einen ein Kärtchen in bunten Farben. Und da habe ich die Katze eben einmal abgestempelt und koloriert, den Hexenbesen, den Pott habe ich dann in Grau gemacht und hier glitzert es. Ich habe ein bisschen Wink of Stella habe ich mit drauf gemacht, vielleicht kann man es erkennen. Und hier den Spruch Happy Halloween, das Karoband habe ich eingefärbt in Schwarz, dass es dazu passt. Und das ist die Halloween-Karte, aber man kann selbstverständlich auch ein kleines Goodie machen zum Halloween. Und das ist dieses hier, da habe ich die Stanzformen dann eben doppelt genommen, hier in der Mitte ein kleines Fach, wo was Süßes rein kann. Und hinten und vorne dann ausdekoriert mit diesem überlaufenden Schleim und die Blubberblasen, die sich da eben an dem Rand dann fassen. Und den Besenstiel habe ich in dem Fall als Rührlöffel einfach mit reingeklebt und a little Hocus Pocus auf die Ausstanzung von den Büchern drauf gestempelt als Schild. Und wenn man jetzt hier so eine kleine Süßigkeit mit reinpackt, dann kann man das an Halloween auch auf den Tisch stellen, wenn die Gäste kommen oder eben den Kindern in die Hand drücken als kleine Aufmerksamkeit. Genau, das meine Idee zu diesem Set. Und jetzt wird es nochmal winterlich-weihnachtlich, möchte ich sagen. Wir haben als nächstes Set dieses hier. Und wo ich es gesehen habe, wusste ich, das muss auf jeden Fall bei mir einziehen. Das finde ich wirklich richtig schön. Ist leider auch nur in Englisch erhältlich. Sophisticated Sled heißt das. Und ja, ihr seht das Thema Schlitten und Schlittschuhe. Bin als Kind auch wahnsinnig gerne Schlittschuh gelaufen. Kann das leider mittlerweile nicht mehr. Aufgrund meiner Hüftsituation, die ich habe. Also meine Hüfte ist kaputt und da geht es mit dem Schlittschuhlaufen überhaupt nicht mehr. Genauso wenig wie Rollschuhfahren. Und Schlittenfahren geht tatsächlich leider so gut wie auch gar nicht mehr. Also das ist wirklich schade, aber es ist so ein Stück Kindheit für mich. Und deswegen, es war das erste auf meiner Wunschliste, wo ich gesagt habe, das muss auf jeden Fall her. Ihr habt, wie gesagt, dieses Schlitten- und Schlittschuhmotiv. Ihr habt leider englische Sprüche. Aber auch das wieder, ja, also Let It Snow, glaube ich, versteht jeder. Und Good Tidings mittlerweile, glaube ich, auch. Alle anderen Sprüche, ja, also wie gesagt, die Englisch sprechenden sowieso. Und ihr könnt ja vielleicht auch nochmal ein anderes Set aus einem anderen Weihnachtsset oder Winterset dann als Spruch verwenden. Ihr habt hier einmal das Stempelmotiv mit dem Schlitten. Dann habt ihr hier ein Bouquet aus Mistelzweigen und Schleifen. Ihr habt hier einen... Oh, Kardinal, glaube ich, ist es, der Vogel. Die sind so rötlich gefärbt. Dann habt ihr hier einen Weihnachtskranz und ihr habt diese schönen Schlittschuhe. Und dazu ergänzend gibt es wieder Stanzformen. Und das Tolle ist, es ist eben nicht nur wieder Stanzformen, die nur diese Stempelmotive ausstanzen, sondern ihr habt auch wieder eigenständige Stanzen. Und wie ihr seht, könnt ihr hier auch einen Schlitten zusammenbauen, beziehungsweise euch Schlittschuhe zusammenbauen. Und das finde ich wirklich total süß. Auch das hier, also das ist jetzt die Ausstanzung hier, wenn ich das Motiv stempel.
dann tue ich das hier mit Ausstanzen. Und wenn ich den Schlitten zusammensetze, dann brauche ich diese drei Teile. Zum einen hier die Kufen, das ist praktisch das Metallgestell unten, dann einmal die Sitzplatte und einmal hier den Querbügel. Und dann habt ihr hinten drauf, wie gesagt, noch den Kranz und das Bouquet. Hier habt ihr die gestempelten Schlittschuhe und hier könnt ihr euch eure eigenen Schlittschuhe zusammensetzen. Ist das nicht süß? Und hier habt ihr nochmal so einen Zweig, den ihr zum Beispiel den Schlitten dann ziert. Oder ihr könnt da draußen einen Kranz legen und die Schlittschuhe reinhängen. Also da kann man auch wieder spielen. Aber das fand ich wirklich ganz, ganz süß. Und auch da habe ich zwei Beispiele für euch. Zum einen ist das dieses Kärtchen. Hier seht ihr, da habe ich das DSP aus den ikonischen Motiven verwendet, habe den Schlitten hier ausgestanzt, hinten dran sind sowieso Holzpaneele und ein bisschen hier von dem Grün, die Perlen aus den, war das auch ikonische? Ne, das war jetzt in dem grün-goldene Weihnacht hier. Genau, das sind diese hier und ihr seht, auf dem Blau sehen die nochmal ganz anders aus und dann schöne Feiertage und ruckzuck ist eine wirklich, ja, schöne Weihnachtskarte fertig, die auch sehr neutral ist, also die ist nicht wirklich christlich oder so, sondern die passt eben auch für ganz liebe andere Menschen, die eben dem, ja, der Religion nicht so zugewandt sind vielleicht und denen man dann einen Gruß schicken möchte, dann ist so ein Motiv natürlich perfekt. Oder auch für Kinder, Enkelkinder oder so mit dem Schlitten, das ist natürlich auch immer schön. Auch im Alpenraum, finde ich, passt das hervorragend. Ja, und das hier ist so ein kleines Kärtchen und da habe ich die Schlittschuhe dann einmal zusammengebaut. Let it snow als Spruch. Hier habe ich den Kranz koloriert und ein bisschen Schleifchen und Pailletten mit aufgeklebt und fertig ist auch ein kleines Grußkärtchen. Das die Idee zum Set Sophisticated Sled. Dann kommen wir zu einem Set, das nennt sich Verschneiter Wald. Ist auch ein Produktpaket. So sieht es aus. Ihr habt also auch wieder ein Stempelset, auch wieder Clear-Stempel. Und da habt ihr zwei Tannenbäume, einen, ich bin mir nicht ganz sicher, was es sein soll. Rein theoretisch würde ich sagen, es ist eine Kiefer, aber von der Form her nicht. Aber gut, vielleicht, ja, also wir sagen jetzt einfach mal Kiefer, vielleicht habt ihr noch eine Idee, vielleicht ist es auch ein Baum aus Amerika, der so aussieht, da bin ich leider überfragt. In unserem Breitengraden wäre das eine Kiefer. Möchte ich jetzt mal. Oder man könnte es natürlich auch als Laubbaum rein theoretisch nehmen, wobei der Stamm ist schon sehr nadelholzmäßig, finde ich. Genau, also ihr habt die zwei Tannenbäume, diesen anderen Baum und dann habt ihr den Spruch, kommt zur Ruhe, lausche der Stille, gehe gestärkt ins Neue. Den finde ich richtig schön. Der wird bestimmt auch ganz oft auf meinen Karten zur Anwendung kommen. Liebe Wünsche zu deinem Tag und ein tolles neues Lebensjahr. Das ist also, wenn man dann zum Beispiel zum Geburtstag gratuliert, schön, dass es dich in meinem Leben gibt und ein vielen Dank habt ihr noch mit drin und hier noch einen Vogel, der fliegt und das sind die passenden Stanzformen dazu. Ihr seht, jede Menge los auch und das sind eben Stanzformen, die Stempelabdrücke ausstanzen oder aber wieder ergänzend das Ganze und auch hier möchte ich euch die Stempel, also Quatsch, die Ausstanzungen, jetzt habe ich es. Oh, ich habe schon so viel geredet. Die Ausstanzungen nochmal im Einzelnen zeigen, sorry. So sieht es also aus. Auch wirklich toll. Also ihr habt hier diesen kleinen Tannenbaum als Struktur. Dann habt ihr hier dieses, was das Stempelmotiv ausstanzt, den großen Tannenbaum korrespondierend. Man kann das übereinander bauen, man kann es einzeln verwenden. Und ihr habt hier unten diese schöne Landschaft, möchte ich mal sagen, mit diesen drei Bäumen nebeneinander. Und hier hinten ist dieser andere Baum zu sehen. Also wer weiß, was das für ein Baum ist, gerne wieder in die Infos. Freue mich immer, wenn ich da wieder was dazulernen kann. Ja, und das seht ihr, weil hier sieht es mehr so aus wie so Blätter, finde ich. Wenn man das jetzt so da drauf setzt, ist es mehr so ein Blätterbaum. Aber man kann ja auch beides miteinander kombinieren. Also man ist ja da nicht so festgelegt. Und was auch noch in diesem Produktpaket enthalten ist, sind Schablonen, Deko-Schablonen, Verschneiter Wald. Und da könnt ihr wieder
entweder die Schablonen einzeln verwenden oder ihr könnt sie wieder mit den Stempelabdrücken verwenden. Und da habt ihr eben durchnummeriert, entweder mit A, B, C oder 1, 2, 3, hier diese Schablonen. Die sind dann unterschiedlich ausgeschnitten und ergeben dann diese schönen Muster. Das gibt es einmal für die beiden Tannenbäume und einmal hier für den großen Baum. Und damit könnt ihr, wie gesagt, mit Farbe und Blendingpinseln könnt ihr nur diese Strukturen dann eben verwenden. Oder ihr könnt sie mit den Stempelmotiven verwenden oder ihr nehmt Strukturpaste. Da kann man auch ganz tolle Motive und Effekte erzielen. Und das, wie gesagt, kommt zusammen. Man kann aber auch diese Deko-Schablonen einzeln kaufen. So wie man auch das Stempelset einzeln kaufen kann. Dann könnte man zum Beispiel die beiden Sachen miteinander kombinieren, wenn ihr die Stanzform nicht haben wollt. Also das geht auch. Und da habe ich dann auch tatsächlich Beispiele für euch. Zum einen ist es diese Karte. Da habe ich jetzt einfach die verschiedenen Formen von Abdrücken und Ausstanzung miteinander kombiniert. Da kommt eben auch dieser Spruch zum Einsatz. Hier habe ich noch das tolle Band. Super passend dann auch mit diesem Pfauengrün und Gold habe ich dazu verwendet. Die Karten als Grundkarten könnt ihr ja so schon kaufen mit einem goldenen Umschlag dann auch dazu. Das ist die erste Idee. Und die zweite Idee ist diese Karte. Kommt ein bisschen schlichter daher. Das ist DSP aus dem letzten Jahreskatalog. Das gibt es aber immer noch. Leider weiß ich jetzt gerade im Moment nicht, wie es heißt. Vielleicht können wir es einblenden. Und da habe ich eben diese Karte mitgemacht, mit dieser tollen Landschaft hier, mit den Bäumen. Die habe ich beglitzert mit Wink of Stella. Eine kleine Portion Weihnachtsstimmung ist aus einem anderen Set. Und dann kann man das Ganze hier so aufklappen. Und hier drinnen ist Platz, um was zu schreiben, Wünsche zu äußern oder vielleicht noch eine Geschenkkarte mit einzupacken oder so. Und dann habt ihr hier, wenn es zugeklappt ist, wie gesagt, kommt hier nochmal das Motiv zum Vorschein. Und ansonsten sieht die Karte eben so aus. Das ist die zweite Idee. Und dann wollte ich euch unbedingt auch das noch mit der Strukturpaste zeigen. Deswegen habe ich hier so eine kleine Weihnachtsverpackung gestaltet. Hier seht ihr übrigens diesen großen Tag von vorhin, von dem anderen Set hier, von diesem hier, wo ich gesagt habe, es passt auch gut auf eine Flasche. Also es hat auch jetzt super hier auf diese Tüte gepasst. Die bieten wir leider nicht an, genauso wenig wie hier oben die Klammern. Aber das Band könnt ihr noch kaufen, das gibt es auch. Und hier habe ich eben die Schablonen verwendet, habe erst in einem helleren Ton und in einem dunkleren Ton den Tannenbaum kreiert. Und dann war ich einen Ticken zu schnell, wie ihr seht. Da war die Tinte noch nicht ganz trocken, habe ich die Strukturpaste draufgelegt. Die hat jetzt eben diese Strukturpaste, die Tinte hat das ein bisschen eingefärbt. Also das müsst ihr erst gut durchtrocknen lassen. Es lag aber wahrscheinlich auch an diesem doch etwas beschichteten Pergamentpapier, dass es nicht ganz so hundertprozentig geworden ist. Aber ihr seht, da kann man ganz tolle Effekte wie so Tannen, wie so Schnee, Tuffs auf die Zweige dann eben drauf machen. Und ja, ich finde die Verpackung wirklich super schön. Also schlicht und trotzdem sehr effektvoll. Und man hat eben auch nochmal diese Haptik hier mit dieser Strukturpaste. Und das ist wirklich super fix gemacht. Hier die kleinen Sternchen, die habe ich auch aus dem anderen Set ausgestanzt, aus Glitzerpapier. Und ja, wie gesagt, ruckzuck auch so eine Verpackung ganz schnell gestaltet. Deswegen habe ich bei diesem Set auch drei Beispiele, damit ihr das auch in aller Gänze sehen könnt. Und dann kommen wir zu meinem letzten Set. Es werden noch ein paar andere Dinge auch gezeigt werden, die habe ich mir allerdings jetzt nicht geholt. Es ist nicht immer möglich, alles zu kaufen und man will auch nicht immer alles oder ja, es sprengt dann auch einfach irgendwo den Rahmen. Und zwar ist es dieses Set, aber das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Filled with Cheer heißt das Ganze. Auch wieder ein englisches Set. Aber ich finde halt diesen Schneemann, den finde ich halt wirklich total süß, dieses Motiv. Und hier unten habt ihr dann noch die Geschenke. Hier habt ihr einen Wagen, könnte auch ein Schlitten rein theoretisch sein, ein Rad und eine Girlande mit Lichtern. Dann habt ihr drei Sprüche, sending loads of Christmas cheer to you and yours und a warm hello. A warm hello passt natürlich, weil der Schneemann ja am Wegschmelzen ist. Und ich zeige euch dieses Set zum einen natürlich, weil mir dieser Schneemann so gut gefällt. Zunächst zeige ich euch mal die Karte, die ich gestaltet habe. Das ist diese hier. Das ist so eine Easel-Card. Die kann man dann hier so aufstellen. Ist das nicht süß? Finde den total putzig.
So mit so Comic-Sachen habe ich es eigentlich nicht so, aber da finde ich es wirklich schön. Und das seht ihr, da habe ich jetzt den Schneemann in diesen Bollerwagen sozusagen reingesetzt, hier mit der Deichsel, die Räder, habe das Ganze koloriert mit unseren Stamping Blends. Und zum Weihnachtsfest jede Menge Freude als Spruch. Das DSP ist übrigens eins aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Also das ist schon was älter, aber ich fand das hier so super passend zu diesem Schneemann mit diesen Schneeflockenmotiven. Aber da könnt ihr auch jedes andere DSP verwenden. Genau, und wenn man die eben so flach zusammenlegt, dann kann man die auch super in den Umschlag stecken und ja, kann sie verschicken. Aber ich fand halt dieses Motiv wirklich so total lustig und es passt eigentlich auch so zur Winterzeit auch, kann man so ein bisschen stehen lassen. Ja, und zeigen möchte ich euch dieses Set aus folgendem Grund. Dazu gibt es ein weiteres Produktpaket, Filled with Fun, auch ein Online-Exklusiv-Paket. Und hier seht ihr, gibt es passende Stanzformen. Und diese Stanzformen passen hier zu diesem Bollerwagen dazu. Also wenn ihr das Set schon habt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch das hier mit ausstanzen. Oder aber ihr holt euch das jetzt. Das gibt es als Produktpaket im Moment bis zum 30.06. mit extra 10% Rabatt. Also wenn ihr sagt, oh, den Schneemann will ich haben, dann hole ich mir auf jeden Fall jetzt im Juni noch dieses Paket. Habt ihr dann fürs ganze Jahr sozusagen Motive und könnt aber auch das hier super machen mit diesem Schneemann. Also das als Extra-Tipp, Filled with Fun ist das Produktpaket fürs ganze Jahr. Gibt es jetzt bis 30.06.2024 mit extra 10% Rabatt in der Aktion bei Stampin' Up. Und das kommt ab dem 3. Juli, das ergänzt aber dieses Set dann praktisch. Deswegen dieses Motiv auch gewählt für euch. Damit bin ich durch mit den neuen Sachen, die kommen, möchte euch aber noch jetzt zum Schluss ein paar Sets online exklusiv zeigen, die jetzt im Juni auch alle noch mit extra 10% Rabatt zu erhalten sind, denn ihr spart ja sowieso immer bei den Produktpaketen 10% und da gibt es halt jetzt im Juni nochmal 10% obendrauf und vielleicht ist ja der eine oder andere vielleicht ist ja auch das ein oder andere Set noch für euch dabei, wo ihr sagt, das würde mir auch gefallen und dann hole ich mir das jetzt. Vielleicht auch jetzt hier noch mit dem Filled with Fun zusammen und dann kann ich nochmal ordentlich sparen. Ich zeige euch jetzt die Sets einfach nochmal und ja, das ist zum einen die Florale Freundschaft, das ist dieses Set. Auch sehr schön mit diesen Stanzformen. Dazu gibt es ergänzend auch Designerpapier passendes. Das ist allerdings nicht im Angebot, nur das Produktpaket. Dann haben wir unter anderem auch die Fluffiest Friends. Viele Produktpakete gibt es übrigens auch in anderen Sprachen. Und wenn ihr da genaueres wissen wollt, dann klickt euch doch einfach mal unter stampinup.de rein, unter Bestellen und Online-Exklusivangebote findet ihr alle Produkte, die im Angebot sind. Und da müsst ihr beim Filter auswählen alle Sprachen. Weil manche Sets gibt es ja nur in Englisch, die würdet ihr dann zum Beispiel bei der deutschen Sprache nicht sehen. Also immer da anklicken, alle Sprachen. Dann geht es weiter mit dem Produktpaket Gartenliebe. Auch da gibt es passendes DSP dazu. Dann haben wir das tolle Set Käffchen. Das haben ja auch schon ganz viele von euch gekauft. Da gibt es auch passendes DSP dazu. Einfach ein echter Renner. Oder ist es noch? Dann gibt es die markanten Magnolien. Auch sehr schön. Das Set. Schön kombiniert mit den beiden kleinen Stanzformen. Auch ein Set so um das Jahr. Das Set Simply Sparkling. Mit der Dose und den Früchten. Auch jetzt super zum Sommer geeignet. Ein Set, was auch so ein bisschen untergeht. Ah, da habe ich Beispiele drin. Muss ich euch mal raus tun hier. Moment. Da habe ich die Ausstanzungen noch drin. Na, komm her. Aber das ist auch tatsächlich ein Winter- und Weihnachtsset, wie ich finde. Umgeben von Natur. Und da kann man auch ganz tolle Sachen mitmachen. Auch das im Angebot im Moment. Und selbstverständlich auch die zauberhaften Zinien noch. Auch hier gibt es wieder ein passendes DSP dazu. Also das noch als Hinweis so zum Schluss. Diese Sets, wie gesagt, sind erhältlich jetzt bis 30.06. reduziert
plus extra 10%. Und die anderen Sachen, wie die Kollektionen, die ich euch jetzt gezeigt habe, und die Stempelsets und DSPs, die sind erhältlich ab 3. Juli, solange Vorrat reicht. Selbstverständlich könnt ihr mir jetzt schon eure Wunschliste schicken. Ich schicke euch dann eine Auftragsbestätigung und wir hoffen dann, dass alles lieferbar ist am 3. Juli, dass ich das alles für euch sichern kann und hoffe, ich konnte euch mit meinen Beispielen inspirieren. Ich lege sie euch einfach nochmal hin, dass ihr nochmal seht, was ich da so gebastelt habe. Vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei, wo ihr sagt, oh ja, das ist schön, das könnte ich mir vorstellen, das ist eine tolle Idee, das spricht mich an. Es ist ja immer alles Geschmackssache, wie gesagt, und bitte denkt dran, es kann sein durch die Lieferkettenschwierigkeiten, dass manche Sachen relativ schnell ausverkauft sind, dass Sachen länger nicht lieferbar sind, auch das kommt immer mal wieder vor und wir Demos bemühen uns, für euch alles möglich zu machen. Stampin' Up! Versucht alles möglich zu machen, hier habe ich noch ein Kärtchen, aber es gelingt halt eben nicht immer. Und wie gesagt, wir bemühen uns ganz arg. Noch als kleiner Hinweis, auch im Juli wird es nochmal eine Aktion geben, unabhängig hier von den Online-Exklusivangeboten. Also schaut da einfach weiterhin nach News Ausschau. Und schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob euch die Präsentation gefallen hat, was ich besser machen könnte, welches euer Favorit ist an den neuen Sets, ob ihr sagt, gefällt mir jetzt gar keins oder finde ich alle schön oder ich mag auch dieses Schlitten-Set. Da bin ich immer sehr gespannt, finde es immer toll, wenn ich da von euch Rückmeldungen erhalte. Und wie gesagt, es war jetzt ein langer Zeitraum ohne mich. Ich hoffe, das klappt in Zukunft jetzt wieder besser, aber ja, Gesundheit legt einen manchmal wirklich dann, auf die Ruhebank sozusagen und man kann dann einfach nichts machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin eine kreative Zeit. Freue mich auf eure Bestellungen, auf eure Wünsche, wenn ihr noch keinen Katalog habt, der natürlich parallel dazu auch gültig ist. Vielleicht habt ihr jetzt den Stampin' Up! Erst neu entdeckt oder ihr habt jetzt noch nicht so viele Infos zu Stampin' Up!, dann schreibt mir eine Mail. Unter www.stempelbund.de findet ihr auch ein Bestellformular und dann könnt ihr den Katalog kostenlos für euch ordern. Wie gesagt, auch auf meinem Blog dann der Link zum Download, wo ihr dann eben diese Liste, diese Übersichtsliste, welche Sets es gibt, auch nochmal ausdrucken könnt, downloaden könnt. Aber ihr findet alle Angebote auch immer unter stampinup.de bei den Exklusiv-Online-Angeboten. Da könnt ihr euch dann die Bilder auch nochmal größer klicken. Das ist vielleicht auch manchmal in den Einzelheiten dann auch besser zu erkennen. Soweit heute von mir. Bleibt gesund und kreativ. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.